So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Paper Mario. Man, ich habe so eine halbe Stunde gewartet, bis mein Rechner fertig wurde. Scheiß Rechner, jetzt kriegst du gar nicht aufs Maul. Aber erstmal gehen wir, ja, wo ist dieses Fist? Nimm den und hau ab. Danke, Mario. Dieser Panzer vor dem Mars gefertigt. Deshalb steht er mir so gut. Ich sehe doch cool aus, oder? Du siehst aus wie jeder billige andere Koopa auch. Beschissen. Blatt. Falsch. Ich bin gewohnt, immer die Anlasser zu ärmern. Leute, das ist einfach eine Dummheit von mir. Folgendes. So. Mann, ey. Naja, jetzt geht's. Blatt, hau ab. Ja, hau nie ab, Blatt. Oh, bist du dumm, Mario. Du bist so dumm hier, ey. So dumm dazu, mal das. Ich mal zu beeilen. Da ist noch einer. Oh, mehr Platz. Weg damit. Haben wir eine Münze. Oh, wie geil. Und hier ist nichts. Und da ist ein Panzer. Oh, du bist der Beste. Vielen herzlichen Dank. Danken, bis wir dir auf den Kopf springen und so. Was sagst du? Du suchst nach einem Cooper mit einem blauen Panzer? Ich wette, du meinst Cooper. Ich glaube, du findest ihn bei sich zu Hause. Suche nach einem Haus mit einem grünen Dach. Was ist hier? Heilzone. Aufladen wieder. Und ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr habt mal bestimmt auf die Lebensanzeige gesehen, während ich den Part angefangen habe. Oder was ich auf die Anzeige geguckt habe. Ich hab kein wenig gelevelt. Ich zeig's dir doch mal. Mein Levelstart, ich hab mich um 2 Level hochgestuft. Ich habe einmal die Ohrenpunkte aufgedreht auf 6 Ohrenpunkte und dann habe ich die KP auf 15 erhöht. Ist ja auch kein BP KP ran, also 10 BP KP ran. Wir gehen hier rein. Diese Bomber sind aus der Festung der Koopa-Brüder geflohen. Leider muss sie feststellen, dass die Dinge hier im Dorf auch nicht besser sind. Die Fuß flippen völlig aus. Die armen kleinen Bobbums. Wie ich? Ich verlasse das Haus nicht, weil ich dem Fuß nicht in die Hände fallen will. Sie würden mir bestimmt meinen Panzer wegnehmen und damit spielen. Ohne Panzer sehe ich gar nicht so cool aus. Nein, danke. Ich bleibe hier und höre Musik. Die sind weg, verdammte Axt. Wir gehen weiter. Boah! Es sind noch mehr von den Verrückten. Komm schon. Wie willst du den kriegen, verdammt? So, die rette ich erstmal. Nimm den Panzer und geh. Ich hätte wissen müssen, du bist so clever, Mario. Du bist der Nächste. Komm, neuer Junge. Hammel ich. Lock ihn in die Falle. Yes! Wir haben ihn! Haha! Danke! Der typische Marius, du bist genauso cool, wie man es sich von dir erzählt. Jetzt gehen wir den Keller fest. Ich warte ab im Hammer.
Jetzt! Bingo! Ist hier noch einer unterwegs, den wir nicht gefistet haben? Hier ist nur ein Block. Und ein Baum. Du bist auch down. So, da ist noch was im Gang. Ich gehe rein. Wer ist da? Ich bin gerade beschäftigt. Wie? Warte, kann es sein? Bist du nicht Mario? Du bist es, mein Name ist Koopa. Oh Mann, ich finde es großartig, dich kennenzulernen. Dass wir uns hier treffen, muss Schicksal vom Schicksal bestimmt worden sein. Ich habe da eine große Bitte. Ich hoffe, du kannst mir helfen. So ein blöder Fuß, ich habe meinen Panzer gestohlen. Neben meinem Leben ist es nichts Wertvolleres. Ohne meinen Panzer kann ich unmöglich das Haus verlassen. Das wäre zu peinlich. Das Problem ist nur, dass die Fuß zu schnell für mich sind. Wenn es dir nicht ausmacht, könntest du mir vielleicht wohl meinen Panzer wieder schaffen? Oh, bitte. Hey Mario, er ist wirklich Schwierigkeit. Wir sollten ihm helfen. Na dann, auf die an die Arbeit. Der Fuß, der mir einen Panzer gestohlen hat, befindet sich in meinem Haus. Ich mach die Tür, während du ihn dir krallst. Eine Frage, warum bist du eigentlich draußen, wenn du es dir peinlich ist? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Pfui zu! Du. Okay, den zu jagen wird schwierig. Jagen wir bis zum Bild am Ende. Wie weit kommst du noch? Wir sind schon. Hui zu, hui zu. Fang mich, wenn du kannst, hä? Hui zu, such mich doch. Vollidiot. Fuizu, nicht übel, Kumpel. Aber das war erst das Aufwärmtraining. Fuizu, such mich doch. Verarsch mich nicht, Kumpel. Fui? Fuizu, du hast mich schon zweimal gefunden? Auf Anfängerglück, jetzt mach ich ernst. Ach du Scheiße. Das wird knapp hier werden. Nummer 3, schätze ich mal. Ha! Wozu nein? Ich gebe auf. Hier, du hast den blöden Panzer. Bist zu stark für mich. In Zukunft werde ich brav sein. Ich verspreche es. Vielleicht. Wir haben ihn wieder, ha! Die können mir nix! Die sind zu schwach, die Biester! Und wir von da oben runter, ich will mit euch kämpfen! Ich brauche die Sternpunkte, um. Ma, da bist du ja! Ich habe mich dazu entschlossen, gegen die Fussis vorzugehen! Wenn ich mein Panzer nicht selbst wieder beschaffen kann, verliere ich meinen guten Ruf! Es ist mir völlig egal, aber. Ob ich einen Panzer oder nicht, ich werde es diesem Fuss schon zeigen! Wir haben den Panzer aber schon. Nimm den. Oh ja, ja, das ist mein Panzer. Oh ja, ich habe meinen Panzer wieder. Yippie. Du bist der größte Mario. Ich schulde dir was. Nee, nichts zu danken. Gut zu sehen, dass du dich freust. Obwohl, du könntest mich belohnen mit, ja, 2 Level-Ups. Ist das dir? Ich brauche 2 Level-Ups, nämlich. Ich will nämlich noch stärker werden, aber leider. Kriege ich nicht die Sternpunkte, die ich brauche. Hör mal, Mario. Ich habe eine Idee. Hast du schon von Professor Colorado gehört? Hm, der Name ist so unbekannt, das weiß kein Mensch. Er ist ein Koopa-Professor in Archäologie. Er ist auch als Entdecker bekannt. Er wohnt gleich nebenan. Ich bewundere den Professor schon seit ich ein Ei war. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als ebenso wie er durch die Welt zu reisen und Mysterien zu erkunden. Da habe ich. Ich hab mich gefragt, ob du mich wohl mitnehmen würdest. Ich helfe dir auch, komm schon. Klar, was denkst du, Mario? Mitkommen! Ich schwöre, ich, Cooper, werde dir überall folgen, auch wenn es bis ans Ende der Welt ist. Ja, du kommst mit, Mann, ich brauche eine Waffe. Okay.
Komm mit. Ich habe meine Meinung geändert, du bärtiger Penner. Wie wär's mit einem Kämpfchen? Alter, jetzt wollt dies wissen. Wart mal, Leute, ich versuch mal den Switch. Der läuft hier auf L hinaus. Gut. Da wäre das Thema geklärt. Power Panzerstoß. Verpisst euch! Wie machen wir das jetzt? Die sollen mir nicht in die Quere kommen. Friss das! Haha. Ja, pennt das mal für 3 Runden hier. Sackgesichter. Schalten. Power Panzerstoß auf du! Ha! Hat sie zerfistet? Wow! Nur 4 Punkte ist doch langweilig mit. Ich will 20 haben! Aber nee! Pfui zu nein! Wir werden brav sein! Verschwindet! Übrigens, Kuba, ich könnte dir deine Hilfe jetzt mal gebrauchen beim Secret. Hilfst du mir dabei? Und übrigens, Ordentime! Ich glaube, ich kenne den Orden. Warte mal, wie geht das? Okay. KB Plus Orden. Wie geil. Wer Paperboy zukennt, der kann sich wahrscheinlich denken, was der auf dem Kasten hat. Ich schalte jetzt erstmal um. Ich mach den Schwinderhieb raus und den. Okay, wir müssen das nochmal raushauen. Der Hammerwurf. Der wirft schon den Hammer. Wir brauchen ein Level up. Wir haben jetzt mehr KP, Leute. Jetzt haben wir schon 20 KP. Wir sind geschützt. Vor allen Gefahren. Naja, jetzt gehen wir erstmal zu dem Secret, was ich noch haben wollte. Und zwar, ihr erinnert euch, da waren wir vor Kuppeheim. Da gab es doch so diese eine Wasserschlucht, wo wir drüber konnten. Und da gehen wir jetzt hin. Wir gehen dahin. Dann nutze ich Kuppas Fähigkeit, um an den Sternsplitter ranzukommen. Wir brauchen nämlich 25 für den Kraft-Plus-Orden. Und ich bin hinter diesen Orden her, Leute. Ich erzähle euch einfach mal, ich möchte diese Orden alles haben. Ich will so viele Orden wie möglich von denen haben. Je mehr Kraft plus Orden ich habe, desto mehr Angriffskraft. Und ihr wisst doch, dass ich mache geil bin. Ich brauche das einfach. Na dann, hol mir die Scheiße. Danke, Cooper. Du bist so geil. Weißt du das? Du bringst mir nämlich die Kraft plus Orden. Ach, du Heilige. Ha, mit 40 KP kannst du nichts. Du Flach. Das sag ich lieber nicht zu Ende. Ich geh den Kerl fissen. Ich hab mein Konter ein bisschen perfektioniert. Bin besser geworden. Friss das! Power Panzerstoß! Hier, in your Maul. Okay, in your Maul zu sagen ist cooler als, ja, in your Face. Oh, das war halt scheiße von mir. Okay, das war halt scheiße. Ich geb's ehrlich zu, ich war scheiße. Bang. Panzerstoß, 1, 2, 3, die! Okay, das war ein perfekter Die! Wie krieg ich jetzt nur noch für einen Gegner einen Sternpunkt? Das ist scheiße. Ich hätte gern mehr. Aber nein, man darf ja nicht zu viel erwarten. Und Leute, wir können nämlich jetzt weiter. Ich lade mich erstmal wieder auf. Ihr seht ja, ich bin ja ein bisschen von den KP angeschlagen, hab auch auf. Blütenpunkte verloren. Und mit dann viel Energie gehen wir dann zur nächsten Stelle des Levels. Ich weiß ja, wo es jetzt lang geht. Und Items können wir vielleicht auch kaufen. Lad mich auf, mein Freund. Na dann, Leute, bis gleich. Nein, ich mach keinen Schnitt. Ich sag's nur, weil wir jetzt pennen und so. Ja. Gut, dass ich alles über meine auf meiner externen Speicher, was ich aufnehme. Weil würde ich das alles intern speichern? Nee, das wollt ihr nie wissen.
Verkaufen. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Schäfchen, weg mit dir. Nein, ich will jetzt lagern. Einmal haue ich das Honigsirup rein. Dann den Superpilz. Und noch irgendwas lagern, eine Feuerblume für Notfälle. Jetzt, was haben wir hier? Den kaufen wir. Der lag natürlich ein. Weil, ja. Weil es besser ist, einen Voltupilz aufzulagern für Notfälle. Wenn es mal drauf ankommt. Jetzt kaufen wir uns ein paar Pilze. Und vielleicht noch einen Voltupilz mitnehmen für unterwegs. Ich habe noch eine Blume. Okay, das geht schon in Ordnung. Können wir noch irgendwas lagern, was uns hier ein bisschen Platz wegnimmt? Frei macht. Ich würde eine Koopa-Platz weggeben. Das war's. Wir sind fertig hier. Wir können jetzt weiter. Ja, wir sehen schon, wir haben jetzt hier 20 KPs, 10 BP, 13 Sternpunkte und 116 Münzen auf Reserve. Aber mit 20 KP, Leute, ich könnte jetzt auch für Angriffe abwehren. Auch wenn 10 KB, 10 BP Run cooler und epischer wäre, das gebe ich zu. Finde ich aber so besser, weil das ist echt mein Stil. Ich möchte mein Stil durchbringen und nicht irgendwas eine irgendsame Challenge machen, die es schon auch gibt auf der Welt. Weil mein Ziel in diesem RP-Statistisch einfach mal ist es, wie weit kann ich mit Mario in Sachen Level-Ups und Stärke gehen? Was viel heißt, wie stark kann Mario werden, wenn ich ihn bis zum Äußersten auflade? Mit Level-Ups. Oh, das wäre richtig episch. Paper hat schon mit den Levels irgendwie zurückgehalten. Ich habe keine Ahnung, wie weit er hochgelevelt hat. Ich habe sehr wenig gesehen. Aber wenn es... Wenn er sagt, er hat echt schwach gelevelt, weil er genau wusste, wie viel Levels man nehmen kann, um Armpunkte zu sammeln. Naja, dann werde ich natürlich auch noch ein bisschen höher gehen. Weil das macht mich irgendwie geiler. Und ja, noch was. Ah, den Ort, den will ich haben. Den will ich haben. Cooper, dein Einsatz. Ja, dazu drücke ich hier meine K-Taste. Draufhauen. Was ist das für ein Ort eigentlich gewesen? Wir gucken uns gerne mal an. Sorry, wenn es laggt. Manchmal liegt einfach am Spiel. Ich würde sagen, nein. Hammer. Fisting. Jetzt bist du dran. 2, 3, die. Und alle weg. Gebasht. Und ja, jetzt haben wir wieder 3 Sternpunkte. Wir kommen langsam voran, was das Thema Level angeht. Jetzt zum Orden. Wir haben hier einen Orden gesammelt. Den wollen wir uns mal anschauen. Oder war das ein Item? Ach so, das wäre ein Orden und so oder so. Aber es sind nur 5 Punkte Schaden, die ich mal gegen anrichten kann. Klar, wir haben eine Brücke, wir können weiter. Oh, Alter. Boah. Der ist böse, Leute. Ich denke mal, nach dem Kampf beende ich den Part. Und ja, los geht's. Mario, zerfiste den Gegner. Powersprung auf du. Koopa macht den Panzerstoß. Verdammt. Zu früh oder zu spät, wer weiß. Die. Panzerstoß auf Doom. Und weg mit dir. Sprung. Ich finde die Gumbario-Fähigkeit auch nicht schlecht, dass man sehen kann, wie viel KP das Vieh noch hat.